hat. Auch nur die alten Playsies, also von 1 bis 4. So viel dazu. Und jetzt zurück an die Arbeit. Die Materia poliert sich nicht von allein. Hey, wenn alles geklärt ist, dann raus mit dir. Auf geht's zur Imbissbude. Leute, wie geht's euch? Was habt ihr gespielt im Stream? Aus der Seitengasse dort ist es auch verdammt lecker. Und wieder latschen, Mann. Im Angebot sind heute gebratenes Fleisch. Jetzt was? Willkommen. Nehmt Platz, wo frei ist. Sag mal, du hast doch da etwas vom Typ aus dem Materialaden bekommen, oder? Vom Materialaden? Ja, wunderschön, Non-Zero. Ach, das meinst du? Na, ihr steht wohl auf solche Sachen, was? Ja, sehr nice, Non-Zero. Habt ihr Ahnung vom Kochen? Spaß gemacht, hast du? Kein Plan. In letzter Zeit schmeckt das Essen irgendwie fade. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Günstiger kriegt, oder was? Könnte am Feuer im Ofen, am Strom oder der Kühltemperatur liegen. Eines davon müsste es sein. Sehr schön, sehr schön. Muss ich jetzt einen Rat geben? Mal überlegen. Was könnte es sein? Ich hab jetzt nicht zugehört, scheiße. Feuer okay. Schon sagen. Ich hab's. Zu wenig Feuer im Ofen. Oho. Sitzt wohl häufig auf glühenden Kohlen und kennt euch damit aus. Mal sehen, was passiert, wenn wir etwas am Regler drehen. Ja gut, man Zero. Oho. Gar nicht mal so schlecht, die Flamme. Bitte, wohlbekomm's. Jetzt wird reingehauen! Oh, gar nicht gut. Ach, schade. Er hat es so genüsslich verschlungen, da wollte ich ihn eigentlich nach seiner Meinung fragen. Aber du hast mir wirklich weitergeholfen. Hier, als kleine Wiedergutmachung gebe ich dir einen Gutschein für die Apotheke. Kauf ihm Medizin. Mal Glück gehabt, Non-Zero. Ernst? Wo ist die Apotheke? Das ist mein Coupon. Boah, ist das doof, jetzt die ganze Zeit hier rumzurennen. Hey, kotz mir bloß nicht vor die Apotheke, du Esel. Das ist ja geschäftsschädigend. Hast du ihn vergessen? Gehört er zu dir? Ja, schon. Ach so, du hast einen Gutschein. Ja, dann komm doch erstmal herein. Meine Güte, heute wimmelt es ja nur so vor Patienten. So ist das. Außer ihm gibt es noch mehr? 50-50 geht nicht. Ständig kommen Bestellungen für Medizin herein. Wollte eigentlich gerade los, um welche auszuliefern. Mir ist so schlecht. Aber den hier behält man besser im Auge. Was meinst du? Könntest das ist du ein guter Preis, Kirito. Nice. Ausliefern? So wie du aussiehst, bist du vom Militär oder nicht? Dann hast du doch ganz sicher auch medizinische Grundkenntnisse. Das trifft sich gut. Mal sehen, womit könnte ich dich denn losschicken? Liefere diese Medizin aus. Sie reicht für eine Person. Halte nach zusammengebrochenen Personenausschau. Sieh dir die Symptome an und verabreiche die entsprechende Medizin. Boah, ey, ich will meine eigentliche Mission machen. Hier. Ein einziges Mal. Zusammen mit Tifa. Das ist nicht mein Ziel. Ich könnte aber, ne? Den ganzen Tag nicht aus der Arbeit. Dann erledige ich ja meinen ganzen Kram hier nicht. Ach komm, scheiß drauf. Cloud! Hier warst du also! Tifa ist...
Also, alleine schaffe ich das nicht. Beruhig dich. Was ist denn los? Corneo soll sich schon bald die nächste Gespielin aussuchen. Und Tifa ist noch in seinen Fängen. Aber ich kann nichts für sie tun. Okay. Ich komm mit. Hey, Cloud. Darf ich dich Bruder nennen? Nein. Also, echt dufte, dass du dich um Tifa kümmerst, Bruder. Sag mal, Bruder, wie bist du eigentlich so stark geworden? Ich sagte doch... Mein Gott. Wie du kämpfst, ist echt krass, Bruder. So, zack, zack, pickli-pack. Wohin will er denn jetzt? So cool wie du, Bruder. Aber wenn's drauf ankommt, gewinnt immer der Romantiker in mir Oberhand. Sag mal, Bruder, hast du vielleicht einen Tipp für so eine zart beseitete Seele wie mich? Nein. Mensch, Bruder. Chocobos, der beliebte Snacker. Ein Gleichgesinnter. Der will da jetzt rein, oder was? Okay, ich zieh dann mal ab. Naja, du weißt schon. Ich will dich schließlich nicht aufhalten. Geh zurück zu Madame M. Sag Aris, dass ich was erledigen muss. Sie soll auf mich warten, wenn sie fertig ist. Geht klar! Okay, jetzt gehe ich da rein, oder was? Oh, okay. Das kann ja jetzt was geben, ja. Du schon wieder? Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Ja und? Das ist nur für Frauen. Die Empfehlung ist für Aris. Ah, die Frau, mit der du unterwegs warst. Mein herzliches Beileid. Wie auch immer, als Mann hast du ja keinen Zutritt. Ich frage dich nicht um Erlaubnis. Hä? Ich warne dich. Don Corneo ist ein furchterregender Mann. Wenn du hier einen Aufstand machst, wird irgendjemand dafür büßen müssen. Wer das sein wird? Vielleicht jemand, dem du helfen möchtest. Vielleicht aber auch jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Verstehst du? So läuft das auf dem Wallmarkt. Euch bleibt noch ein bisschen Zeit, bis die Brautschau anfängt. Wenn du wirklich ein Empfehlungsschreiben hast, dann bring diese Frau hierher. Ich persönlich kann dir aber nur davon abraten. Ja, toll. Wofür sind wir jetzt hier hingelaufen? Schwachsinnig. Wirklich anziehen? Nicht? Das sieht schlimm aus, oder? Richtig schrecklich. Ich wünschte, sie hätte sich etwas mehr Mühe gegeben. Danke, ebenso Koala. Erhol dich gut, schlaf gut und wir hören uns, ne? Ich weiß ja, aber... Nein. Du hast dich doch so ins Zeug gelegt. Ich meine, das hast du doch, oder? Übrigens, Aris, hat er dich meine Nachricht nicht erreicht? Doch, hatte sie. Aber ich konnte nicht warten, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich hoffe, dir ist klar, dass du dich hier auf eine gefährliche Sache einlässt. Wer weiß, was dich auf der Brautschau erwartet. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Alleine? Von alleine war nie die Rede. Hier, komm mit. Wo willst du hin? Madame M. hat mir da so etwas erzählt. Es soll jemanden geben, der dich ganz interessant findet. Hm? Das ist ja ein heißes Outfit. Heute schon was vor. Oh, das ist ja mal ein hübsches Mädchen. Was ist? Woran denkst du gerade? Daran, wie selbst die Schönheit da drüben im Vergleich zu dir nur ein graues Mäuschen ist. Hey, Süße! Wie sieht's aus? Kann man sich mal kennenlernen? Ist ja wie in Deutschland hier.
machen sie aus wie gewollt, aber nicht gekonnt. Die Kleine füllt das Kleid nicht richtig aus. Das macht zwar leider, aber das... So schwein, so zahm. Hier sind wir doch. Ganz genau, am Honigtöpfchen, um dir ein Empfehlungsschreiben von Anjan zu holen. Wäre das nicht toll? Dann könntest du mich zu Don Corneos Brautschau begleiten. Und Cloud, Frauenkleider würden dir sicher auch super stehen. Was? Das ist fantastisch. Madame M. meinte zu mir, es sei total selten, dass Anjan sein Auge auf jemanden wirft. Das heißt, deine Chancen stehen bestens. Moment. Willst du denn nicht auch Tifa befreien? Aber... Keine Widerrede. Dein Einsatz ist schon entschieden, okay? Wir müssen nur noch Einzelheiten besprechen. Anjan soll ein sehr redlicher Mensch sein. Sogar die Madame schätzt ihn. Ich würde sagen, wir versuchen es ehrlich und direkt. Keine Sorge, wird schon schief gehen. Gucken wir. Herzlich willkommen. Ich habe die Ehre, Sie im Honigtöpfchen begrüßen zu dürfen, wo Ihre süßesten Träume wahr werden. Ich möchte mit Anjan reden. Sie müssen Cloud sein. Anjan erwartet Sie bereits. Woher weißt du? Mir wurde aufgetragen, Sie zu ihm durchzulassen. Anjan wird Sie an der Bühne im Hauptsaal erwarten. An der Bühne? Genau, mein Herr. Gehen Sie einfach geradeaus durch die Tür dort hinten. Sie schon erwartet. Sie müssen der Kunde sein, der nach Anjan verlangt hat. Sie sind zum ersten Mal hier, nicht wahr? Sollen wir schon mit der Tanzübung anfangen? Tanzen? Warum? Anjan hat eine Tanzübung verordnet. Hier drüben. Komm schon. Moment. Ach du Scheiße, okay. Perfekt! Oh, war zu früh. Genau so! Was war das denn? Wahnsinn! Der Kämpfer einen durch, oder? Sieben großartig, drei schlecht. Großartig? Aber das kann doch nicht ihr erstes Mal gewesen sein, oder? Nein. Bitte, der Herr, hier geht es entlang. Cloud, schön dich zu sehen. Du steckst voller Überraschungen. Hey, wir möchten Sie bitten, hier etwas zu warten, bis Anjan kommt. Sie sind aber durchtrainiert. Entspannen Sie sich einfach. Here at the Honey Bee, in every moment is a treat.